Stiller Freund der vielen Fernen, fühle, wie dein Atem noch den Raum vermehrt. Im Gebälk der finsteren Glockenstühle lass dich läuten. Das, was an dir zehrt, wird ein starkes über dieser Nahrung. Geh in der Verwandlung aus und ein. Was ist deine leidendste Erfahrung? Ist dir Trinken bitter? Werde Wein. Sei in dieser Nacht aus Übermaß Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne, ihrer seltsamen Begegnung Sinn. Und wenn dich das Irdische vergaß, zu der stillen Erde sag, ich rinne. Zu dem raschen Wasser sprich, ich bin. Stiller Freund der vielen Fernen, fühle, wie dein Atem noch den Raum vermehrt. Der stille Freund ist der Tote, aber sein Atem, den er im Laufe seines Lebens ließ, ist noch im Raum und vermehrt ihn. Das soll er fühlen und das soll ihn wohl trösten und helfen, sein Todsein anzunehmen. Wir haben eine Anspielung auf das erste Sonett des zweiten Teils der Sonette an Orpheus auf Atmen, du unsichtbares Gedicht, wo es heißt, wie viele von diesen Stellen der Räume waren schon innen in mir. Im Gebälk der finsteren Glockenstühle lass dich läuten. Der finstere Glockenstuhl ist der Sarg, in dem man liegt. Das, was an dir zehrt, wird ein starkes über dieser Nahrung. So wie die Glocke ihren Klang abgibt, wenn sie geläutet wird, gibt der Tote sich selbst ab. Die Erde um ihn herum zehrt an ihm, nährt sich von ihm, stärkt sich an ihm. Eine Reminiszenz an das Sonett »Wir gehen um mit Blume, Weinblatt, Frucht«, in dem es um die Toten geht, die die Erde stärken, in ihrer Art, den Lehm mit ihrem freien Marke zu durchmerken. Geh in der Verwandlung aus und ein. Aus- und eingehen in etwas heißt, damit vertraut zu sein. Übersetzt heißt es also, fühl dich vertraut mit der Verwandlung in Erde und neues Leben. Was ist deine leidendste Erfahrung? Das will der Sprecher nicht wirklich wissen, sondern nur anregen, sich mit einem lässigen Achselzucken an den furchtbarsten Moment des Lebens zu erinnern. Ist dir Trinken bitter, werde Wein. Das Trinken ist das Aufnehmen der Welt in sich, Erfahrungen machen und darunter natürlich auch zum Leiden bringende, bittere Erfahrungen. Demgegenüber ist man in der Verwesung, im Übergehen in Erde, selbst Wein, der getrunken wird. Sei in dieser Nacht aus Übermaß Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne, ihrer seltsamen Begegnung Sinn. Hier werden wir doch in eine gewisse Verwirrung gestürzt, weil diese Aussagen auf den Toten wie auf den Lebenden anwendbar sind. Die Nacht aus Übermaß kann als der Tod verstanden werden, wenn man sich selbst als Übermaß an das Leben abzugeben hat. Andererseits ist Leben doch gerade diese Zauberkraft, die die Sinne sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen, in einem Punkt sich begegnen lassen an der Kreuzung ihrer Wege, wie man Kreuzweg hier wohl verstehen soll, statt als Leidensweg Christi. Das Seltsame, das Wunder ist diese Zusammenfassung der sinnlichen Erfahrungen in einem Ich-Bewusstsein. Und wenn dich das Irdische vergaß, zu der stillen Erde sag, ich rinne, zu dem raschen Wasser sprich, ich bin. Eine dieser seltsamen Tröstungen in den ganzen Sonetten an Orpheus, die etwas Sarkastisches an sich haben und nur aufgrund ihrer poetischen und sprachlichen Schönheit
dann doch nicht sarkastisch wirken, ob als Lebender oder als Toter. Gegenüber der Erde bin ich vergänglich und verfließe wie Wasser. Gegenüber dem Wasser, das sich nie in eine beständige Form findet, bestehe ich und darf von mir sagen, dass ich existiere.